In dem quadratischen Innenhof gab es 6 Stellplätze. 2 davon gehörten zur Volkshochschule. Jetzt parkte nur noch ihr blauer Polo dort in einer Ecke. Clara blieb stehen. Es war sehr dunkel. Dunkler als gewöhnlich. Die umliegenden Häuser waren Büro- und Vereinsräume, in denen um diese Zeit sonst auch kein Licht mehr brannte. Aber heute leuchteten die beiden Wandlampen nicht. Clara hatte keine Ahnung, wo sich der Schalter befand. Jemand hatte sie wohl versehentlich ausgeschaltet. Doch so war es nicht, stellte sie fest, als sie zu ihrem Auto ging und sich ihre Augen allmählich an die Dunkelheit gewöhnten. Unter der Wandhalterung der einen Beleuchtung, direkt neben ihrem Auto, lagen Glasscherben. Die Lampe war zerschlagen worden. Oder hatte sie sich irgendwie gelöst und war auf dem Boden zerschellt? Nachdem jedoch beide Lampen kaputt waren, hatte sich vermutlich jemand einen Spaß daraus gemacht, sie zu zerstören. Obwohl Clara sich selbst noch jung fühlte, ertappte sie sich bei dem Gedanken, dass es sicher irgendwelche Jugendlichen gewesen sein mussten. Vielleicht war es einfach Wunschdenken, dass Vandalismus und anderes rücksichtsloses Verhalten eine gewisse Unreife voraussetzten. Dabei gab es in der heutigen Gesellschaft immer häufiger Beispiele, die das Gegenteil belegten. Clara zog ihren Autoschlüssel aus der Tasche. Der Polo blinkte 2-mal auf und die Seitenspiegel brachten sich mit einem leisen Surren in Position. Als sie gerade ihre Hand auf den sicherlich eiskalten Griff legen wollte, zuckte sie zusammen und erschauderte instinktiv. Hinter ihr waren leise Schritte zu hören. Sie war nicht allein. Für einen kurzen Moment sah sie einen schwarzen Schatten im Seitenspiegel. Verzerrt, groß, nah. Ohne nachzudenken, machte sie einen schnellen Schritt zur Seite und drehte sich um. Anstatt sich ihr von hinten zu nähern, stand die dunkle Gestalt jetzt zwischen Clara und dem Wagen. Clara registrierte die schwarze Kapuze, die das Gesicht verbarg, ehe sie von einem lauten, durchdringenden Geräusch überrascht wurde, wie ein Alarm. Es dauerte einige Sekunden, ehe sie begriff, dass es ihr eigener Schrei war. Die Gestalt vor ihr schien ein wenig vor der Lautstärke ihrer Stimme zurückzuschrecken. Das gab Clara Kraft. Sie kam nicht einmal auf die Idee zu fliehen. Sie würde sich verteidigen, um jeden Preis. Irgendwo in ihrem Hinterkopf schwirrte die Information herum, dass man bei einem Angriff möglichst starken Widerstand leisten sollte, und das tat sie auch. Sie schlug um sich und trat zu. Ihre Arme und Beine schnellten vor und trafen den Körper des Angreifers, brutal, wieder und wieder, blind und voller Wut, und gleichzeitig schrie sie immer weiter. Clara wusste nicht, wie lange sie sich verteidigte, wahrscheinlich nur einige Sekunden, die ihr jedoch wie eine Ewigkeit vorkamen. Dann sah sie, wie der Angreifer zurückwich, davonrannte, zum Eingang des Hofs und von dort nach links in die Onkwarnsgatter. Keuchend stand Clara da. Ihr Atem ging rasselnd und sie dachte noch kurz, dass sie sich beim Schreien irgendeine Verletzung im Hals zugezogen haben musste. Dann schwand ihre Kraft. Sie glitt zu Boden, ohne die Kälte und die Nässe des Schnees zu spüren, die sofort durch ihre Hose drang. Ihr Blick fiel auf einen länglichen Gegenstand, der neben ihr auf dem Boden lag. Eine Spritze mit einer Flüssigkeit. Sie sollte betäubt werden. Betäubt und vergewaltigt. Genau wie Ida.